Es geht eigentlich darum, jetzt diese Bewegung, die man als Mensch machen kann, machen hat, seine Reichweite, seinen Aktionsradius, die Hände, das, was wir täglich benutzen, einfach nur direkt abzubilden auf eine Zeichnung in wirklich 1:1 der Größe, also sozusagen als Abdruck des Handelns. Und dann entsteht dadurch sozusagen dieser ovale Körper. Und auf den T-Shirts kommt dieser ovale Körper wieder, eher als eine kleinere Abbildung in dem Fall. Das, was ich aber sehr schön fand, einfach ist, dass das dadurch auch ein Stück weit so ein Raum im Brustkorb nochmal nachzeichnet. Und historisch oder emotional ist es ja so, dass dieser Brustraum oft als Lage der Seele oder sowas definiert wurde, wenn man es esoterisch nennen will.